Da habe ich jetzt sehr viel zu plündern. Hier kann ich ein Schloss knacken, na dann. Naja, damit. Toll. Ein so leichtes Schloss und ich schaff's trotzdem nicht. Mann, Mann. Haltet stand, Männer! Macht sie nieder! Beschützt die Gefangenen! Tod den Verrätern! Schlagt sie zurück! Vive Revolution! Bleibt ruhig! Oh. In die Bresche! Haltet die Reihe! Tötet sie alle! Was? So. Wieder was Schönes gefunden. Kommt, Leute, nach oben! Ja, dann noch weiter hoch. Schaut, Aufseher! Euer Bruder kommt zu Besuch. Möchtet ihr ihn nicht sehen? Sofort stehen bleiben! Na los, Aufseher! Noch jemand? Haha! Das war's mit ihm. Das war jetzt 16. September-Massaker. Ihr habt uns aus diesen Hallen zu entfernen. Dann müsst ihr auch Gewalt anwenden. Denn wir beugen uns niemandem außer Bajonetten. Aber verwalten bedeutet regieren. Und regieren bedeutet herrschen. Das ist der Kern unseres Problems. Monsieur Mirabeau? Erbärmlich, oder? Verdient Frankreich nichts Besseres? Wie war das? Berlin, Luxemburg. Rui, macht hier sauber, schnell. Ich sagte doch, ich bringe ihn zum Reden. Aha. Sehr gut gemacht, Kapitän. Marie? Der Preis für Getreide ist höher als je, Großmeister. Unsere Agenten sind vor Ort, um die Lieferung zu den Docks umzuleiten. Sie warten nur auf euren Befehl. Gut. Hungert sie aus. Durch Hunger und Gewalt werden sie ihre falschen Herren als solche erkennen. Aber seid vorsichtig. Was ihr vorschlagt, dauert mindestens ein Jahr, Großmeister. Wenn nicht zwei. Aber ehrlich, Jermong ist nicht sehr wählerisch, kann das sein? Meine nur. Ich meine, Mirabeau wollte ihm nicht die Hand geben und das ist schon ein Grund, ihn in
zum Templer zu machen? Also, ich weiß ja nicht. Ich wollte schon sagen, hier ist doch noch irgendwo eine Truhe. Her damit. Hier ist noch irgendwo eine andere Truhe. Okay, scheinbar im Innern des Gebäudes dann. Warum nicht? Leichte helle Bade erhalten. Schön. Ach, das ja. Her damit. Oh Mann. Schauen, was ist denn hier jetzt? Außer, dass ich da gerade nicht hoch konnte. Wer bist du denn? Kanalratte? Seht euch das an. Jean-Baptiste Rotondeau floh aus dem Kerker. Je von ihm gehört? Er weiß zu viel über die Assassinen. Vermutlich wird er die Templer aufsuchen und ihnen verraten, was er weiß. Eliminiert ihn, bevor die Nationalgarde ihn erreicht. Er versucht, durch die Kanalisation zu fliehen. Ah ja. Na dann, versuchen wir mal unser Glück. Ha! Ich würde sagen, der gute Mann hat es sich geschafft. Wenn wir schon mal hier sind, Schloss knacken. Beim ersten Versuch geschafft. Super. Ah, hier ist eine Leiter. Ah, geschafft. Das war's schon, na dann. Das war jetzt wirklich einfach. Und scheinbar ist die nächste Hauptmission auch schon ganz in der Nähe. Die Hungerzeit. Paris ist fest im Griff einer Hungersnot und das scheint alles Teil von Germans Plan zu sein. Finde den Verantwortlichen und setze dem Ganzen ein Ende. Alright. Wäre auch gelacht, wenn wir es nicht schaffen würden.
Ja, Paris verkommt immer mehr. Das ist überall in Frankreich so. Was habe ich denn gemacht? Au! Warte. Also wirklich. Die Hungerszeit. Oktober 1792. Was weißt du über Getreidehändler? Freue mich auf dich zu sehen. Die meisten von ihnen sind derzeit sehr arm, warum? Ich habe eine Spur zu Jana. Er lässt eine Frau namens Marie Getreide aufkaufen und leitet es zu einem privaten Dockort. Marie Levesque? Du kennst sie? Die Levesques sind seit dem dritten Kreuzzug Templer. Marie war die Einzige, die gegen Germains Exil stimmte. Überrascht mich nicht, dass sie zu ihm hält. Hast du eine Ahnung, wo wir sie finden können? Nicht direkt, nein. Aber das bisschen Getreide, das zurzeit Paris erreicht, wird an den Docks am Hotel de Ville entladen. Mhm. Dort beginne ich. Vielleicht finde ich etwas über Madame Levesque heraus. Die arbeiten doch toll zusammen. Natürlich müssen wir wieder sonst wohin. Das war ja nicht gerade weit. Ah, da ist ja die Truhe. Und auch ein Huhn. Hä? Was hab ich denn gemacht? Ach, ich glaube jetzt kapier ich's. Die blauen Truhen gehören euch. Hier ist doch irgendwo noch eine Zeitung. Kommt schon. Ich muss Zeitung lesen. Ach, was soll's. Ach, das ist einer dieser Häuser, wo es keine Treppe nach oben gibt. Aber trotzdem komischerweise Leute drin sind, also. Sehr, sehr seltsam. Ach, da ist sie. Journal de Paris. Ich mach doch nichts, keine Sorge. Also wirklich. Dann verfolge ich eben mein Boot. Oh, super. Ich muss jetzt ein Boot jagen. Ja, ihr könnt mich alle mal. Ja!
Nicht das Wasser berühren, habe ich gerade gelesen und schon springt ans Wasser der Heino. Bin ja schon dabei, das Entfernung zu verringern, keine Sorge. Wow. Jetzt kommt der Teil, in dem ich dir die Eingeweide rausreiße. Oh, darauf kann ich verzichten, Sir. Ach, hier ist auch mal wieder ein Mordfall. Super.